Danke an Pflegekräfte, Ärzte, Feuerwehr und Supermarktpersonal. Aber auch danke an Restaurant- und Cafébesitzer, die nach besten Kräften durchgehalten haben. An all die Tanzclubs, Bars, Museen, Kinos, Theater und Konzerthäuser, Freizeitparks und Erlebnisstätten, die für uns sonst so selbstverständlich waren. Die Wirtschaft ist unser aller Halt. Doch was uns im Inneren wirklich zusammenhält, ist die Kultur. Das Miteinander und das Gemeinsame. Das nächtelang wach bleiben und das Zusammensein genießen. Danke an all die Selbstständigen und Einzelunternehmer, die gerade Großes leisten müssen und nach wie vor unter den Pandemiefolgen leiden. An Sportler, Kunstschaffende und Nachbarschaftshelfer, die unseren Alltag erleichtern und angenehmer machen. An diejenigen, die noch immer im Ungewissen leben und Tag für Tag auf neue Möglichkeiten ihrer Unterstützung warten. An alle Tatkräftigen, die ihre komplette Freizeit für das Vereinsleben geben und so soziale Angebote am Leben erhalten. An Familien, an die Kleinsten und Ältesten unserer Gemeinschaft, die am meisten emotional unter der Situation leiden. An alle. Weil wir zusammen mehr bewirken.